Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Grid 2, dem Singleplayer. Ja, was haben wir zuletzt gemacht? Schauen wir doch mal in die Events und dann in die Karriere. Die Divizero Zeitfahrenrennen haben wir wohl abgeschlossen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Wir gucken nochmal rein. Ja, das haben wir soweit fertig. Dann geht's weiter zu Elimination, die Ausscheidungsrennen. Dort gibt es jetzt erst ein Rennen. Legen wir gleich mal los. Wenn du ein Ausscheidungsevent gewinnen willst, musst du dich vom letzten Platz fernhalten. Immer wenn der Timer auf Null steht, scheidet der letzte Fahrer aus dem Rennen aus. Halt bis zum Schluss durch und du gewinnst das Event. Boah, ich werde mich bemühen, ne? Wollen ja nicht ausscheiden. Los geht's. Was können wir für ein Auto fahren? Wir nehmen den Golf, den Allrad-Golf. Heute trittst du gegen Elimination an. Wenn du es in die Top 3 schaffst, ist dir die nächste Einladung sicher. Lorenzo Vela ist der Fahrerstar von Elimination. Versuch vor ihm zu bleiben. Na, zumindest fahren wir schon mal das gleiche Auto. Los geht's. Elimination schreckt nicht vor Kollisionen zurück. Sei also aggressiv, wenn es sein muss. Immer. Da ist noch ein Platz. Nein, das war nichts. Der erste Fahrer ist ausgeschieden. Der Fahrer ein weiterer raus. Fahrer ist ausgeschieden. So, gleich sind wir am ersten. Noch 5 Fahrer im Rennen. Zeig's ihnen. So, erster Platz, da sind wir schon mal sicher. Wenn du noch einen hinter dir lässt, sind dir die Top 3 sicher. Nein, verbremst. Mein Scheibenwischer. Dein Auto sieht aus wie ein Wrack. Ja, ich weiß. Nur noch 2 Gegner trennen dich vom Sieg. So. Nur noch ein Gegner ist übrig. Du kannst es schaffen. Hol dir den Sieg. Manchmal komme ich irgendwie nicht in Drift oder zumindest sauber in Drift. Und das ist dann immer der Moment, wo man dann in die Bande klatscht, so wie eben auch. Jawohl. Oh ja, das Auto sieht nicht gut aus. Yes, du hast bleibenden Eindruck bei Elimination hinterlassen. So wie ich die Fahrer kenne, werden sie dich bald wieder einladen. Ah, das ist doch schon mal was. Weiter. Oh, wow, wow. Ach, alle gleich. Na gut, weiter. Errungenschaft freigeschaltet, alles können. Aha. Es waren 3500 Fans und es werden
Naja, 20.000 mehr. Du brauchst eines dieser Autos für ein anstehendes Event. Such dir eins aus. Ich lasse es dir dann liefern. 190. Von der Leistung ist ja der 90er besser. Allerdings fahre ich auf den E30 ab. Alte Benz, alte BMW. Alte Benz oder alte BMW? Ich weiß es nicht. Na, von der Leistung müsste ich eigentlich den Benz nehmen. Dafür ist der BMW leichter. Wir nehmen den BMW. Ja, ich bin mir sicher. Eine gute Entscheidung. Das Auto ist sofort für dich bereit. Okay, Radiator. Gutes Rennen. Ich habe ein Rennen mit einem neuen Club arrangiert. Er heißt Eurorand. Die Mitglieder sind Tourenwagen-Spezialisten. Wir haben also die Chance, einen echten Star für uns zu gewinnen. Ja. Ja, dann machen wir doch nach und nach, oder? Komm, noch so ein Ausscheidungsrennen. Paris, Ausscheidungsrennen. Barcelona, Rennen in der Kolumbusbucht. Und Paris, wieder Ausscheidungsrennen. Ja, dann los geht's. Zeit für eine Highspeed-Stadtrundfahrt durch Paris. Zeig ihnen, wie man's macht. Jawohl. Wird erledigt. Das ist Lorenzo Vela, der Starfahrer von Elimination. Bleib so dicht wie möglich an ihm dran. Die Jungs von Elimination werden schwer zu überholen sein. Greif also schon früh an. Also ein Allrad ist nicht allzu leicht in den Griff zu bekommen. Okay, einer ist raus und du warst es nicht. Gut so. Oh fuck. Fahrer ist ausgeschieden. Dann habe ich etwas arg eingelenkt eben. Aber das ist alles nur Gewichtsersparnis. Noch 5 Fahrer im Rennen. Zeig's ihnen. Ist aber besser. Push weiter. So, jetzt noch den Ram kommen hier. Der fährt ganz schön weg hier. Push weiter. Du bist in den Top 3. Gib dich damit nicht zufrieden. Ich bemühe mich ja. Gegner ist übrig. Du kannst es schaffen. Hol dir den Sieg.
Jawohl! Oh, mein Endtopfen hängt ein wenig runter. Das war fantastisch. Ich glaube, wir haben Elimination überzeugt, dass die WSR genau die Herausforderung ist, nach der sie suchen. Weiter geht's. Na Quatsch, 223.500 Fans. Wie viel werden wir erreichen? Fans mehr, wer hätte gedacht? Okay, Aviator. Gutes Rennen. Du bist von Eurorand eingeladen worden. Sie haben Fans in ganz Europa und wären dadurch perfekt für die WSR. Versuch, ihr Interesse zu wecken. Das machen wir glatt, auf jeden Fall. Aber erstmal fahren wir noch ein Ausscheidungsrennen. Los geht's. Schmal hier. Lass dich nicht einklemmen. Viel Glück. Ich werde mich bemühen, ja. Danke. Die Fahrer von Elimination sind es von Ausscheidungsevents gewohnt, aggressiv zu fahren. Das werden sie heute im Rennen nicht anders machen. Und los geht's. Wenn du wieder so stark fährst wie zuvor, können wir heute Abend feiern. Oh, die Barcelona-Strecke. Die kenne ich zumindest gut aus dem Multiplayer-Rennen. Vielleicht hat das ja einen Vorteil. Du bist Dritter. Alter, fährt der mir auf hinten aufs Rad. Die Drecksau. Allrad ist schon wesentlich schwerer in die Kurve zu werfen als hier der Alpha. Zwei Runden noch zu fahren. Ja, es sollte zu schaffen sein. Dann weg! Du hast links hinten einen kleinen Schaden. Schon das Auto etwas. Ich habe sonst einen Schaden, also von daher. Der Schaden hinten links macht es auch nicht besser, schwerer. Ihr wisst, was ich meine. Das war doch schon mal nicht schlecht. Ganz schön trüb hier der Himmel. Auf der anderen Seite Sonne, auf der anderen Seite. Hier kommt doch die Sonne. Das graue Wetter. Das war die beste Zeit, die du auf dieser Strecke je gefahren bist. Glückwunsch. Danke. Du hast links hinten einen kleinen Schaden. Schon das Auto etwas. Ach. Das muss die Karre schon abkönnen. Nur noch der Zweitplatzierte hat da irgendwie Chance, an der dran zu bleiben. Der Lorenzo Vela. Und der Rest ist ganz schön abgeschlagen. Jawohl! Sieg! Sehr schön! Perfekt! Platz 1! Weiter geht's!
und Twitter unter den Freunden. Internetberühmtheit. Die Errungenschaft Internetberühmtheit. 243.500 Fans und wir bekommen. Das war jetzt zwar 263.000, oder? Oh, nee. Das ist ordentlich. Okay, Aviator. Die WSR wird in Europa gut angenommen. Wir können eventuell die Resonanz aus den USA noch steigern. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Scott wartet beim Eröffnungsrennen auf dich. Ja, da geht's demnächst dann wieder in die nächste WSR-Runde. Aber an diesem Punkt mache ich erstmal wieder eine Aufnahmepause. Wenn euch das gefallen hat, was ich hier so zusammengefahren habe, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Teil von Grid 2, dem Singleplayer. Macht's gut. Tschüss.